Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Sie machen mir Mut. Wir haben uns seit April nicht gesehen. Das macht sich gleich bemerkbar. Da freut man sich, wenn man alte Bekannte. Hoffentlich freut man sich. Eine Katze im Raum. Wer ist das? Ah ja, wir haben ja auch Tiere, ja. Ein Papagei, glaube ich. Ein Tenor und ein Papagei. Na, wir werden ihn dann ja nachher sehen. Der meckert jetzt schon. Sie meckern erst hinterher. Das ist der Unterschied. Außer vielen anderen. Zwischen einem Papagei und Ihnen reden können wir ja alle. Meine Damen und Herren, wir haben uns also längere Monate nicht gesehen. Ich freue mich, Sie wieder zu begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, keine leere Floskel, will ich noch gleich sagen, warum, dass ich einmal wieder in Hannover bin. Das ist jetzt über 12 Jahre her. Ich habe Theater gespielt, ich weiß. Aber mit einer solchen Sendung. Und das ist unvergessen, die Sendung. Denn als ich mit dem Taxi herfuhr, sagte der Taxifahrer, als Sie das letzte Mal hier waren, haben Sie gesagt, der Maschsee stinkt. Und ich hatte es vergessen. Jetzt stinkt er ja auch nicht mehr. Damals stank er. Aber jetzt, im Moment, was stinkt augenblicklich in Hannover? Dürfen Sie nicht sagen. Ne? Ich habe mich auch nicht danach erkundigt. Aber ich habe nicht nur in Hannover die angenehme Erinnerung an einige Jahre Sendungen am Maschsee, sondern ich bin auch hier in Hannover-Bothfeld aus der Gefangenschaft entwichen. Damals waren die Behörden noch flexibel. Als ich in meine Heimatstadt zurückkam, sagte, muss ich doch Lebensmittelkarten holen. Da hat er gesagt, darf ich Ihren Entlassungsschein sehen? Da habe ich gesagt, ach so, sagt er, das ist drüben bei dem anderen. Das ist nicht gelogen. Da hatten die zwei Dienststellen eingerichtet, eine für die mit dem Entlassungsschein und für die anderen, die getürmt waren. Das waren noch Zeiten. Nun, hoffentlich kommen sie nicht wieder. Man muss ja immer, wenn man nach einem langen Urlaub, und ich, Sie wissen ja, ich habe also gesegelt und jetzt bin ich wieder ein bisschen eingeengt mit den ganzen Sachen hier. Und, aber man wird ja 2 Stunden den Bauch einziehen können, das ist doch nicht so schlimm. Nur man fragt sich dann immer, was machst du eigentlich und warum machst du das und hat das überhaupt einen Sinn und freut sich da wirklich jemand dran oder hat das einen Zweck oder was? Ich finde, man muss sich immer wieder in Frage stellen, wie das im Surkampfdeutsch heißt. Ne? Und es ist nämlich ganz interessant, das tut ja auch im Augenblick die ARD auf der Funkausstellung. Da gibt es eine Sendung, die heißt ARD im Gespräch. Da hatte ich die Ehre, als vorher Mitarbeiter eingeladen zu sein vom Hessischen Rundfunk. Und da haben wir vorgestern so ein Gespräch gehabt, auch mit ein paar hundert Menschen. Und die konnten dann also reden, was sie vom Fernsehen halten und was sie möchten und was sie nicht möchten und so weiter. Und da ist mehrfach, das ist nicht nur mehrfach gesagt worden, was uns missfällt, also Unterhaltung, ist die Perfektion. Das ist immer so perfekt und da passiert nie eine Panne und das klappt immer alles. Jetzt überlege ich mir, was kann ich heute Abend alles falsch machen? Wir müssen also ein paar Pannen, schmeiß doch mal die Geige runter. Mit. Also, wir müssen also sehen, dass heute irgendetwas passiert. Jetzt will ich Ihnen noch abschließend sagen, was eigentlich ein Quizmaster ist. Ich konnte das im April nicht, weil das Urteil ist erst vom April. Ich habe das nicht eingeklagt. Das war ein Kollege. Es gibt ein Urteil vom Bundesgerichtshof vom April 1981, wonach Quizmaster unter die Kategorie ausübende Künstler fallen. Also ich stehe hier nicht als Quiz, ich stehe hier als ausübender Künstler. Ja? Wenn Sie das bitte merken wollen. Ne? Das ist schon die erste Panne. Und, aber, wie das bei jedem Paragraphen ist, da kommt jetzt ja das Gummi. Und das darf ich Ihnen jetzt vorlesen, die Begründung. Die Reden des Quizmasters sind künstlerische Sprachwerke, Sie haben vollkommen recht, ich hab auch Tränen gelacht, sind künstlerische Sprachwerke, aber jetzt kommt ja der Haken. Wenn Sie sich von der Masse des alltäglichen Geplauders, das sind Sie, ja? Was Sie da machen, ist alltägliches Geplauder. Wenn Sie sich von der Masse des alltäglichen Geplauders durch die gefällige Form abheben, in der der Quizmaster sich den Eingebungen seiner durch den Gang des Frage- und Antwortspiels angeregten Fantasie entäußert. Haben Sie das hier verstanden? Also, Sie sehen, das liegt also alles gar nicht an mir, denn der Gang des Frage- und Antwortspiels, der muss ja erstmal meine Fantasie anregen, bevor ich mich entäußern kann. Nicht? Jeder Mensch muss erst angeregt sein, bevor er sich entäußert. Ganz egal, von was und wie und wo. Aber es geht noch weiter. Und jetzt kommt ein hübscher Satz. Insbesondere durch anscheinend mühelose, mit rasch hingeworfenen Bonmots gewürzten Überleitungen von einer seiner Frage zur anderen. Und da werden wir heute Abend bemühen, so mit rasch hingeworfenen Bonmots, nicht wahr? Anscheinend mühelos. Aber es glaubt, dass ich schwitzen werde. So, meine Damen und Herren. Das musste mal gesagt werden. Ich finde das Urteil herrlich, finde ich fabelhaft.
Jetzt weiß ich, dass ich ein ausübender Künstler bin. Ich begrüße einen anderen ausübenden Künstler, der vor seinen anderen ausübenden Künstlern steht. Das ist Dieter Glawischnik mit dem Tanz- und Unterhaltungsorchester des Norddeutschen Rundfunks. Meine Herren, lieber Dieter, ich begrüße Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Meine Herren, guten Abend. Meine liebe Gabi, von dir steht nichts als ausübender Künstlerin. Das kann ja noch werden. Das kann ja noch werden. Donnerwetter! Da braucht man keinen Bundesgerichtshof, da braucht man überhaupt gar nichts. Sie muss nur kommen und schon lachen die Leute. Was? Ich aber nicht, den Eindruck habe ich nicht. Vor Freude, sie strahlt. Ja, hör mal, du siehst ja ungeheuer. Was hast du jetzt wieder an? Ich weiß ja nicht mal, wie das heißt. Das sage ich Ihnen jetzt. Das heißt zu haben. Was heißt das? Zu haben. Man kann sagen zu haben. Zu haben. Ach, zu haben. Ja, ja, das, ja, 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 ich weiß, was Afrika, ja. Ja. Nein, zu haben kommen nicht aus Afrika, aber das wollen wir das jetzt. Ja. Ja. Zu haben. Diese also französische Goliath-Armee, ja, ja. Ja, genau. Warum hatten die solche Hosen an? Na, die sind bequem. Die sind bequem, fragt sich für wen. Was? Sag mal, wie zieht man das denn an? Alles in einem Stück? Nein, das sind zwei Teile. Muss ich das jetzt vorführen? Nee, aber das interessiert mich. Interessiert mich. Und das ist reine Seide, ne? Mensch, wir passen Seide, ja zusammen. Heute ja extra. Och, alles in Seide. Und goldene Schuhe, goldener Gürtel. Das ist also Suave. Wussten Sie das? Ist jemand von Ihnen zufällig auch als Suave hier? Nein? Sehr schick. Und der Schmuck ist von dir? Ich wollte gerade sagen, das kann sich der Sender nicht leisten. Ja. Ja? Gut, danke schön. Sehr schick. Sehr ein bisschen warm. Es ist ein bisschen schwül hier drin, wissen Sie nicht? Ja, ehrlich, das ist die ungeheure Luftfeuchtigkeit. Ich denke jetzt nur an die Hose. Es ist ein Rock, doch wäre mir da angenehm. Ich hätte gerne einen Rock jetzt an. Schottenrock könnte ich doch anhaben. Ne? Aber da man nicht weiß, was man unter einem Schottenrock tragen muss, ziehe ich ihn auch nicht an, bevor ich das nicht weiß. Da sagt nämlich jeder was anderes. Und ich sage jetzt das, was ich schon oft gesagt habe. Bitte, lieber Dieter, Europa-Fanfare und unsere Kandidatinnen und Kandidaten darf ich hereinbitten. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, Sie gekommen sind. Herzlich willkommen in Hannover. Ich hoffe, Sie sind gut niedergekommen. Es war heute Morgen ein bisschen Nebel und jetzt auch schon wieder nebelig. Hatten Sie irgendwelche Malesten mit dem Flug? Oder sind Sie mit der Eisenbahn gekommen? Jemand geflogen? Geflogen, ja. Und hat geklappt? Ja. Ab gestern schon. Das ist gut. Und gestern Abend waren Sie in Hannover und haben das Nachtleben von Hannover genossen. Da fällt man nur in Baustellen, habe ich gemerkt. Wenn man das wir wollen... Wir wollen gleich anfangen, die Worte sind schon viel zu viel gewechselt, ich muss das erst wieder üben, nicht wahr? Seitdem ich diesen fabelhaften Paragraphen in der Tasche habe, bin ich also vollkommen euphorisch und betrachte mich als Künstler. Darf ich Sie bitten, Platz zu nehmen, außer den Damen aus Frankreich und den Niederlanden? Und die anderen Herrschaften sind so nett. Aha, dann kann ich ja gleich von hinten durch die Mitte kommen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Gehen wir ein bisschen in die Mitte. Ja. Seien Sie ganz... Oh, wer hat so ein schönes Parfum hier, ne? Ja, ich glaube beide. Und Sie das? Ich weiß es nicht. Doch, Sie sind das. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Wo kommen Sie her? Aus Holland. Aus Holland? Oder die Niederlande. Aus den Niederlanden, ja. Niederlande. Die Holländer hören es lieber, wenn man sagt, die Niederlande. Niederlande. Stimmt doch, ne? Das stimmt, ja. In Holland sagt man nicht Holland. Wir selber sagen es meistens wohl. Doch. Auch, ja? Doch, schon. Warum, wenn Sie es nicht gern hören? Was tut man nicht alles nicht, was nicht logisch ist. Ja. Eigentlich sind Sie ja verpflichtet, als Französin das gute Parfum zu haben. Ja, habe ich auch. Haben Sie auch? Ja, aber diskret. Ja, ganz diskret? Eben, ja. Ich so, na, kann ich nicht rangehen. Das, früher hatte ich das noch gemacht, da war ich ein Quizmaster. Aber. Darf ich Sie um Ihren Namen bitten? Ja, Annelien Keusch. Keusch? Keusch, ja. Das ist ein deutscher Name. Ja, eben, ja. Keusch. Das hat man selten heute. Das, ich meine, das ist ein seltener Name. Sie sind die erste junge Dame, die mit dem Namen kenne. Das ist sehr schwierig. Ich lasse das weg, mit dem Namen komme ich nicht zurecht. Denn das sind die anscheinend mühelos hingestreuten Bonbons. Das klappt ja gar nicht immer. Und Sie heißen bitte? Reumanns. Reumanns. Und Sie kommen?
Aus? Ja, da, also, sie gibt das von wo? Aus den Niederlanden, aber wo? Aber ziemlich unten, ganz nah an der Grenze bei Aachen. Und wie heißt dieser? Hm? Eichelshofen, das ist ein sehr kleiner Ort. Eichelshofen, wie klein? Wie viele Einwohner? 6.000. No, das ist doch ganz das schön. Das ist ja fast nichts. Wenn Sie in meiner Gemeinde wohnen 160 Menschen. Und ich bin meistens nicht mal da. Hm? 6.000 ist schon ganz schön. Und Sie kommen aus? Aus Sesenheim. Friederike. Und Goethe. Und Goethe. Das Friederike von Sesenheim. Da kommen Sie her. Da komme ich her. Was machen Sie da? Warten auf Goethe. Nee, der ist schon lange vor. Warten auf Godot. Warten auf Goethe. Oh Mann, das ist ja... Seid ihr, das muss mit diesen Überleitungen. Der ist schon lange fort. Und was machen Sie? Ich mache Sekretärin im elterlichen Betrieb. Was macht der elterliche Betrieb? Müssen Sie nicht sagen. Süßmosterei, da. Oh, mehr sage ich nicht wegen der Werbung. Cool. Mehr sage ich nicht wegen der Werbung. Die keusche Süßmosterei ist doch was Herrliches. Und Wein auch? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Ein bisschen. Aber das sollen wir nicht sagen. Nee. Das stimmt dann mit dem Finanzamt wieder nicht. Doch, nicht? Doch. Achso, ich dachte nur, dass da nur steht, wir machen 12 Flaschen Wein und 2000 Liter Most. Und in Wirklichkeit sieht das anders aus. Können wir ruhig drüber sprechen? Können, ja. Sehr gut. Und was machen Sie in... Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nein? Ich arbeite nicht in Eichelshofen. Nicht in Eichelshofen? Nein. Eichelshofen, ja. Eichelshofen ist das. Eichelshofen? Ich arbeite etwas weiter bei einem Kieferorthopäden. Einem Kieferorthopäden? Als Assistentin? Ja, ja. Wer ist denn feiger, die Männer oder die Frauen? Nein, wir haben eigentlich besonders nur Kinder, weil das zur Regulierung der Zähne ist. Ach so, dann nur für Kinder. Und dann ist das, ist ja das doch schlimmer. So kann man nicht über die Vermitleid vergehen? Nein, das tut überhaupt keinen weh. Das tut nicht weh. Das mir tut es ja auch immer weh. Nein, du hast Kinder Mitleid nein, mit nein, mir. Nein. So schlimm ist es nicht. Nein. Gut. So schlimm ist es nicht. Die Sekretärin und Sie sind, wie nennen Sie sich? Zahnmedizinische Assistentin. So was so ähnliches. Etwas ja. Ähnliches. Gehen wir mal hier rüber und machen die Bühne frei für drei Volkstänze. Nationaltänze, wie immer Sie sie nennen wollen. Wir schauen sie uns an, schön der Reihe nach durch, und dann stelle ich meine Fragen. Darf ich Sie bitten? Thank you.
Das ist ja ganz einfach, Gerti, weil das sind die Sachen, die man entweder weiß oder nie erraten kann. Eben. Was haben Sie? Hießen Sie schön braun? Wo waren Sie denn? Oder ist das geschminkt? Das ist teilweise geschminkt, natürlich. Teilweise. Ja, teilweise, bis hier nur. Es ist etwas abgedeckt. Etwas abgedeckt, das ist ja schon ein halber Sonnenbrand, nicht? Ja, ja, sowas. Die waren richtig schön verbrannt. Wo? An Hollands Küste? Nein, in der Schweiz. In der Schweiz? Und da hat es geregnet. Da hat es geregnet. Auch das? Da muss es Feuer und Schwefel geregnet haben, das ist ja was. Was haben Sie da erkannt jetzt hier an? Sie möchte zuerst das Erste wissen? Das ist egal, die Reihenfolge ist mir ganz gleich. Was sind? Von hinten? Von hinten? Das Letzte war ein Schuhplattler. Das war ein Schuhplattler. Dann ein Zirkonikus oder ein Zirtos. Was meinen Sie mit dem Zweiten? Den Zweiten, ja. Ja, so ähnlich, sehr gut. Geben Sie Gedankenfreiheit hier. Man kann auch Tsiataki sagen. Ja, gut, das ist in Ordnung. Sagen Sie lieber Tsiataki. Wie heißt das? Jemand, aber wieder was zu? Ich kenne nur Tsiataki. Wie heißt das noch? Eigentlich soll das nicht der richtige Name sein. Hat man mir erzählt. Ich kenne keinen anderen. Ich habe nur gehört, dass es türkischen Ursprungs ist und so. Aber ich will damit nicht anfangen. Denn bei 2 Millionen Ausländern, die jetzt telefonieren, ja, da freut sich zwar die Post, aber. Das war ein Tsiataki. Nennt man das normalerweise und das tanzt man in Griechenland. Und das waren doch alles Griechen. Ja, ja. Und das Erste, das war ein Kasatschok. Nee. Sagen Sie ein richtiges Wort dafür und dann nehme ich das. Ich weiß es nicht. Das ist ein Krakowiak. Der Krakowiak, der hat nach der Stadt Krakau genannt. Nur, das muss ich natürlich hinzufügen, der wurde auch sehr viel in Russland getanzt. Das war ja ein Tanz, den man tanzte. Was die Jungs da gemacht haben, war ja fabelhaft, nicht? Aber das ist ja schon, das ist ja ein Exzess. Ein Krakowiak-Exzess. Aber das war so fabelhaft, wollen wir natürlich drin lassen, wir keinen Gesellschaftstanz draus machen. 2 Punkte ist schon eine ganze Menge. Bitte nehmen Sie Platz. Ja. Jetzt fragen wir mal Annelien. Annelien, was haben Sie erkannt? Die Reihenfolge ist egal. Welche Tänze haben Sie da? Ja, also aus Bayern den Schuhplattler. Aus Bayern den Schuhplattler, das ist. Und dann aus Griechenland den Tsiataki. Tsiataki? Richtig, kennen Sie auch ein anderes Wort für Tsiataki? Ist aber nicht nötig. Kennen Sie einen anderen? Nein. Dann brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Ich wollte auch Tsiataki hören, denn ich bin nur gerade überlegt, was man so anders nennen kann. Also Tsiataki und das Erste ist ein bisschen schwer. Aus Russland, das kann ich nur raten, Kasatschok. Nee, das ist eben nicht Kasatschok. Das ist ein Krakowiak, das ist ein polnischer Tanz, der aber auch in Russland getanzt wurde. Aber ich muss sagen, diese ungeheuer artistischen Einlagen, die da machen, die gehören natürlich nicht mit dazu, nicht? Das gab es bei uns ja auch früher, nicht? Da tanzte man Boogie-Woogie. Und da gab es ein paar ganz Wahnsinnige, die schmissen ihre Frau da durchs Gelände und zwischen die Beine durch und hinten rum. Habe ich auch nie gemacht. Ne? In eine Ecke schmeißen mal irgendjemand, nicht? Wäre Gemeinheit genug. So, jetzt schauen wir uns das an. Bleiben Sie gleich hier. Sie sind so nett, gehen Sie hier rüber. Ist auf beiden Seiten haargenau das Gleiche. Wir haben hier einige Stilelemente. Und zwar Barock, Jugendstil, Renaissance und Gotik. Und diese Teile, die ganz leicht sind und leicht zu bewegen sind, die nehmen Sie hier bitte ab. Der Unterbau ist richtig. Das ist Barock, das ist Jugendstil, das ist Renaissance und das ist Gotik, so wie es drunter steht. Und Sie sind so nett und nehmen das Mittelteil und den Giebel auf die richtige, ist alles magnetisch, auf das richtige Unterteil. Bitte. Man muss nicht einmal die Stile auseinander kennen. Ich glaube, wenn man ganz genau hinschaut, gewisse Formen, dann müsste man es eigentlich auch so können. Wir haben das heute Morgen gemacht mit einigen Studenten hier aus Hannover. Oh, der Giebel fällt. Wenn der Giebel fällt, wo soll er hin? Hier rauf? Gut. Bitteschön. Sagen Sie mal, Sie wollen. Oh, meine Hut. Ist ja auch etwas mehr drückgeblasen. Ich weiß es nicht, wir wollen es nochmal probieren. Es hält wirklich nicht so schön. Zum Bau wird nicht geeignet. Die moderne Leichtbauweise. Was haben Sie denn da Hübsches gemacht? Hm? Aha.
weiß nicht. Ja, ja. Was wird hier denn? Machen Sie ruhig weiter. Ich wundere mich nicht, wie unsere Städte aussehen. Nur noch ein Platz. Also hin damit. Ja. Ja. Erstmal. Das sieht doch sehr gut aus. Nein. Das sieht doch sehr gut aus. Haben Sie nur noch das Stück? So. Sie wissen, das Bessere ist der Feind des Guten. Nicht immer alles wieder rumdrehen. Das kann man ja. Ja, wo möchten Sie was ändern? Selbstverständlich können Sie was ändern. Sie können alles ändern. Die Wahl ist aber nicht mehr sehr groß hier. Sie haben noch eine Baulücke. Die müssen wir mal langsam füllen. Aber es passt nicht zusammen. Es passt nicht zusammen. Potz Blitz. Aber glauben Sie mir, es passt heute vieles nicht zusammen. Da steht heute auch Renaissance neben ganz modernen Bauten und Fachwerk neben Blechwerk und Barock neben Barack und das geht alles durch. So, Sie sind fertig. Das fällt gleich runter, was? Das brauche ich nicht. Oder wollen Sie noch mal? Wir müssen zu Ende kommen, weil ich versprochen habe, dass ich am 25. November in München Premiere habe. So, danke schön, danke schön. Gefällt mir nicht sehr. Das hat uns sehr beflügelt. Nein. Dann fangen wir mal hier an. Jetzt fangen wir mal hier an und damit Sie gleich ein bisschen was Schönes und Nettes gesagt haben, das haben Sie wunderschön gemacht. Das ist Gotik. Das ist Renaissance, nur nicht ganz bis oben. Das hätte etwas hier oben, schauen Sie mal, werden müssen. Diese Rillen hier, um es mal klar zu sprechen. Sind diese Rillen? Ich weiß. Dann hätten Sie also dieses darauf setzen müssen. Ich weiß. Das wäre hierauf völlig unsinnig, das ist Jugendstil. Und diese Jugendstilornamente finden Sie hier ja ganz eindeutig wieder. Also wie immer Sie es gemischt haben, das ist richtig. Gotisch ist richtig. Und jetzt wollen wir mal gucken, was Sie hier haben. Sie haben inzwischen schon gemerkt, dass dies der Renaissance-Giebel ist. Ja. Und der auf dem Barock natürlich sehr dusselig aussieht. Jetzt nehmen wir den mal runter, damit die Herrschaften noch einmal sehen, wie es sein soll. Dies ist der Barock-Giebel. So. Und dies ist der Renaissance-Giebel. Das ist Jugendstil, das ist richtig. Und Gotik ist auch richtig, sind zwei Punkte für Sie. Dann haben wir Fräulein Keusch, wir sehen uns noch mal in der Zwischenrunde. Ich darf Ihnen dieses Gold überreichen. Lass euch einen Ring draus machen. Wiederschauen. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Sie sind über einen Giebel gestolpert. Meine Herren, Großbritannien. Das ist richtig, ja. Das ist richtig, dann sind Sie aus der Schweiz. Ja. Sehen Sie, wunderbar. Kommen Sie in die Mitte. Ah, ist Ihnen auch so. Ah, nee, Sie haben ja noch nichts getan. Ihnen ist ja noch gar nicht warm. Wird Ihnen gleich warm. Sie kommen aus, sagen Sie nicht London. Nicht aus London. Aus Nanieten. Aha. Ja. Aus Nanieten? Wo ist denn das? Eton kann ich mir vorstellen noch. Das ist in der Nähe von Birmingham, ungefähr 25 Meilen von Birmingham. Nanieten heißt es? Ja, Nanieten. Groß? Große Stadt? 110.000 Leute. Quatsch, da müsste ich es wissen. Ey. Kennen Sie es? Jetzt wird wieder gelogen. Wer kennt Nanieten? Es sind ehrliche Menschen hier in Hannover. Ich danke Ihnen, dass Sie mir geholfen haben. Also Sie können doch eine Menge Nanieten tun, dass man Sie auch weiter im Umkreise noch kennenlernt. Was machen Sie in Nanieten? Ich lebe in Nanieten. Ich arbeite im Coventry. Achso, ich wollte gerade sagen, leben, das ist ein schöner Beruf zu leben, wenn man gut lebt, nicht wahr? Sie arbeiten in Coventry, ist das weit davon? Ja, das ist ungefähr 10 Meilen. 10 Meilen? Ja. Landmeilen. Vom Beruf bin ich Patentanwalt. Wird viel erfunden in England? Von Zeit zu Zeit, ja. Man findet etwas. Ihre verehrenswürdige Ministerpräsidentin hat auch etwas erfunden, aber das klappt nicht so, nicht? Also diese Erfindung, die ist aber gar nicht mal von ihr, nicht? Das ist ein ganz strenges wirtschaftliches System, was sie jetzt eingeführt hat. Das hat ein anderer erfunden, glaube ich. Aber hoffentlich. Auch ein Engländer. Und im Moment höre ich, lese auch nur deutsche Zeitungen, dass man der,
Höhepunkt der Unzufriedenheit jetzt erreicht wäre. Das ist ein Trost, denn der wird ja dann überschritten und da wird es wieder immer besser, nicht? Ja. Hoffen wir es. Ja. Hoffen Sie es auch. Ja, weil ich... Ich meine, glauben Sie es, hoffen tun es alle. Glauben Sie an diese Gewaltkur? Ich hoffe und ich glaube. Sie glauben auch an die Gewaltkur. Aber die Mehrheit glaubt auch noch daran oder nicht mehr daran? Im Moment glaube ich, die Mehrheit glaube nicht. Glaubt nicht mehr daran. Aber wir hoffen, dass Sie recht behalten, nicht? Das wird enden, glaube ich. Das wird enden. Gut. Und auch richtig. Ja, das hoffen wir alle, nicht? Sie kommen aus der Schweiz. Jawohl. Von wo denn da? Ich komme von Malanz. Yes, ich bin aber heute so bekloppt, ich weiß auch nicht, wo Malanz ist. Das ist auch nicht groß, das ist aber im Kanton Graubünden. Graubünden weiß ich ja. Das ist 15 Kilometer von Chur und 45 Kilometer von Davos. Davos ist schön. Die einzige Weinbaugegend im oberen Rheintal. Sie bauen Wein? Ich baue Wein und Obst an, ja. Haben Sie eine Kollegin hier? Ja. Annelien. Ja. Annelien Keusch. Sie bauen Wein und Obst? Ja. Primär Wein oder? Primär Obst. Was? Ich baue hauptsächlich Äpfel und Birnen. Und machen Sie Most auch daraus? Nein, gar nicht. Lieber nicht. Warum noch? Weil ich es als Tafeläpfel besser verkaufe. Ach so. Ah, die verkaufen richtig schön. Also. Ja. Und geht das Geschäft gut? Das geht gut. Wir haben etwas Frost dieses Jahr. Und da steigen die Preise, oder? Da steigen die Preise. Nein, die steigen nicht groß, weil die Landwirtschaft bleibt immer schön ruhig. Ist da viel Konkurrenz? Kommt da viel rein aus dem Ausland? Ja, normalerweise haben wir sogar zu viel in der Schweiz. Dieses Jahr einmal nicht. Einmal nicht. Ja. Weil alle etwas Frost hatten. Aber wir haben natürlich einen freien Markt, das ist ganz klar. Beim Wein sieht es anders aus. Dort haben wir immer zu wenig. Wein gibt es gar nicht genug. Der ganze Welt mit nie genug. Das ist so ein schönes Kontrastprogramm, das ich habe. Ich habe von etwas zu viel, von etwas zu wenig. Das ist gut. Aber ich kann es nicht tanschen. Wir alle. Wir könnten aber sie tun. So, darf ich mal bitten? So, meine Herren, jetzt schauen wir nur erst einmal zu. Ich begrüße jetzt hier drei Herrschaften. Das ist einmal Fräulein Hohmann, dann Herr Dr. Katein und Herr Dr. Eberstein. Ich wollte mal wissen, ob Sie noch wissen. Herr Dr. Eberstein aus Hamburg, Privatdozent, Doktor und noch Studentin. Aber das spielt keine Rolle. Was Sie studieren oder was Sie lehren, kann ich nicht sagen. Dann wissen Sie nämlich gleich, was Sie machen. Darf ich Sie bitten, dahin zu gehen, Herr Eberstein? Von Hohmann, Herr Dr. Katein. Und dann wird es Ihnen auch noch vorgelesen. Dann brauchen Sie nur noch zu sagen, welche Sprache ist das? Aus Schrift und Ton zu entnehmen. Oder auch nicht. Bestimmt nicht alles. Wie war denn die Ernte? Mittelprächtig? Ja. Durch den Frost ein bisschen. Aber Wein ist wenig. Ja? Aber ich habe gelesen, in Österreich wäre viel Wein. Nein, 70% noch. Ja. Aber das habt ihr sowieso zu wenig. Nüsse gibt es überhaupt keine. Doch, bei uns nicht. Ja? Ich bin im Oktober in der Schweiz, muss ich Nüsse holen. Die haben so viel Kalorien, ich bin so schlank geworden. So. Dankeschön, jetzt darf ich mal herkommen. Herr Dr. Eberstein, jetzt sind Sie auch noch so nett. Gern. Und lesen das bitte vor. Aber schön langsam. Ihre Fachleute, die da zuhören, werden wissen, dass Sie es auch schneller können. Nur so, um das Klangbild besser zu hören. Das heißt, 8 kleine Negerlein. Das sind Sie gemeint, wie die Kandidaten heute Abend. Und das hier? Das heißt, einer wird gewinnen, aber keiner wird verlieren. Stimmt. Jawohl. Nee, ich meine, keiner wird verlieren. Jeder nimmt ja irgendetwas mit nach Hause von dem heutigen Abend. Was weiß ich nicht, wenn es ein Goldstück ist. Ja, Frau Hohmann, würden Sie das auch bitte vorlesen? Ich komme ein bisschen an Sie ran, damit wir das schön hören. Wie Sie meinen. Jetzt können wir... Nochmal ein bisschen lauter. Ich komme immer näher. Wie Sie es wollen. Tini Maimikrai. So fängt's an. Tini Maimikrai. Mehr möchte ich gar nicht lernen nach einem Arm. Man muss das ja langsam aufbauen. Und was heißt das? Hier ist niemand, der nicht gewinnen möchte. Hier ist niemand, der nicht gewinnen möchte. Und Tini Maimikrai hieße dann, hier ist niemand. Das heißt, hier ist niemand. Ja. Gilt es auch, also jetzt, sag mal, es kommt einer und klopft und sagt, hallo, ich soll die Milch bringen. Können Sie da auch dann sagen, Tini Maimikrai? Würde das dann, ja? Also wir wissen in Zukunft Bescheid. Ne? Hier ist niemand. Tini Maimikrai. Ich danke Ihnen, Fräulein Hohmann. Und jetzt darf ich Sie noch bitten, Dr. Klein. Das hier heißt
Enas Rakervis. Und heißt Enas? Enas Rakervis. Rakervis, ja. Enas Rakervis? Da, das ist so wie die H im Englischen, nicht? Das, die können das herrlich. Und heißt ganz einfach, einer wird gewinnen. Und heißt einfach, einer wird gewinnen. Und das ist ein bisschen länger. Das heißt, sie wurden ja gechorum, adin akasavaitsa shastivim pabiditilim. Heute Abend erweist sich einer als der glückliche Sieger. Das klingt schön, sag doch mal. Heute Abend erweist... Nein, nein, das ist... Die Sprache, die klingt schön. Sie wurden ja gechorum, adin akasavaitsa shastivim pabiditilim. Dankeschön. Meine Herrschaften, Albert, ich darf mich bedanken. So, machen Sie den Anfang, sind Sie so nett und gehen da hinten rein. Herr Lauber, ich habe Ihnen danke. Herr Lauber, kommen Sie bitte hier rüber, damit die Kamera das nochmal erfassen kann. Sie können es sich auch von hier anschauen. Was ist das Ihrer Meinung nach für eine Sprache? Das ist nach meiner Ansicht Chinesisch. Ihre Ansicht ist in Ordnung. Okay. Und was ist das dann? Das weiß ich nicht. Na, was kommt, das ist ein bisschen ähnlich. Japanisch. Ja, eben, nicht? Japanisch. Das weiß kein Mensch. Wenn Sie das jetzt wissen, dann lügen Sie. Was ist es wirklich? Dini Mami Grei? Und so weiter und so weiter. Was kann das sein? Sieht hübsch aus. Wie ein Fries, wie ein Muster. Wie ein... Grafisch sehr hübsch. Ja, sehr schön. Das heißt Uwe hier für mich. Ja, würde. Junge zwei Ehe. Ja? Ja. Übereinander. Das andere. Griechisch. Das ist Griechisch? Mehr als drei brauchen Sie gar nicht. Jetzt wollen Sie nur noch sagen, dass Sie das hinten auch wissen, nicht? Nein, das weiß ich nicht. Das ist Russisch. Das ist Russisch. Ich habe ein Adjin, habe ich schon. Adjin, wusste ich. Das ist Russisch. Aber Sie haben ja schon drei, reicht ja. Danke. Griechisch. Was ist das? Das ist Thai. Thai, das hätte ich gesagt. Das hätten Sie gesagt, im Ernst? Ich habe gesagt, das weiß niemand, habe ich gedacht. Das ist ja unmöglich. Das war Aramäisch oder sowas. Nein, Thai ist das. Ich habe gedacht, Thai. Thailand. Ja, danke. So, wunderbar, drei Punkte, wer kann das? Ich habe Sie vorhin gerne nach Ihrem Namen gefragt. Herr Agus oder Jeff Agus. Jeff? Ja. Das ist Ihr Vorname? Als Vorname Jeff. Ja, und als Nachname Agus? Agus. Agus. Das klingt ja lateinisch geradezu. Ja, aber... Was heißt das? Kann man das übersetzen? Das kommt eigentlich auch griechisch, glaube ich. So sagt es in die... Agos müssten die dann ja heißen. Agos. Agus wird... Ja. Die heißen Agus und es ist jetzt Englisch. Nicht? Das ist richtig. Das ist richtig. Und was ist das? Das weiß ich nicht. Was? Das wissen Sie nicht? Entweder Japanisch oder Chinesisch. Sehr richtig. Eins von beiden. Und was ist das und was ist das? Sie haben ja beides richtig gesagt. Aber was ist was? Japanisch, Chinesisch. Das ist Chinesisch. Und das ist Japanisch. Ist das nicht schlimm, wenn man beides weiß und trotzdem nicht? Ja. Das ist schlimm. Was ist das hier? Das ist noch seltener. Ja, das sehr ist schwierig. Sehr sieht schwierig. Nur so hübsch aus. Auch aus den Osten, glaube ich. Aus Thailand. Hi! Eine reines Gerate. Eider Teifel. Thai. Und dieses bitte? Ich würde sagen, griechisch. Sehr richtig. Ja, hier habe ich auch Schwierigkeiten. Ja, ich habe also Polnisch. Gesagt, Schwierigkeiten. Polnisch? Nein, Polnisch. Nein. Das ist Russisch. Ja. Russisch, ja. Ah. Hier wurde manchmal Ruski. Russisch. Das sind also, ja, zwei richtige. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. So. Aber danke schön. Aber machen wir weiter. Es geht ja noch weiter. Jetzt fange ich mit Ihnen an. So, bleiben Sie gleich hier. Gehen Sie da. So. Herr Dr. Eberts, begrüße Sie. Stellvertretende Direktor des Zoos in Hannover. Das muss man sagen. Ich finde es nämlich nett, dass Sie extra kommen. Entweder haben Sie Angst, dass wir Ihnen Ihre klauen. Wir haben Angst um die Finger. Herr Joffrey, gehen Sie nicht an diese Burschen ran. Die beißen Ihnen einen Finger glatt durch. Ah ja. Und das sind dann immer 10% aller Finger, die Sie haben. Und die, das glaubt man nicht, die können so einen Finger durch. Die sind an sich ja nicht boshaft und die beißen nicht. Aber Sie könnten. Erkennen Sie einen? Sie können es auch in Englisch sagen. Entweder reichen meine sparsamen Kenntnisse aus, aber wir haben auch einen Dolmetscher hier. Bitte? Ja.
Idiot. Ich glaube, das ist ein Art Ara. Das ist Ara. Er hat es ja selber gesagt. Er hat es ja gerade gesagt. Ja. Was hast du denn? Aber man kann auch Falschstandssittich sagen. Ja? Kann man das? Nein, das kann man nicht. Aber Ara, sieh. Was hat er denn? Was macht er denn? Er freut sich um das Publikum. Guck mal. Er freut sich. Ja, das kenne ich, so kann ich auch mal mit mir sprechen. Und ich darf da nicht so nah rangehen. Sag mal, was hast du denn gegen mich? Ja, und weiter, das ist Ara, das ist richtig. Und dieses? Ein Kakadu. Oder ein Kakadu. Ja, Kakadu. Wie heißt das in Englisch? Kakadu? Cockatoo. In Englisch heißt du Cockatoo. Du. Ja. Voll süßer. Ne? Da würde ich auch nicht die Finger hinhalten, wenn er auch ein bisschen kleiner Schnabel hat. Kakadu. Kakadu. Jo. Jetzt brauchen wir nur 2 Punkte haben. Lass doch mal den Quatsch, sag mal. Ja. Und was haben wir noch? Einer von den beiden. Ein Halsbandsittich. Nein. Das ist eine Blaustirn-Amazone und das ist ein Grau-Papagei. Einfach Grau-Papagei. Gut, wieder 2 Punkte. Mehr als 2 wollen Sie, das merke ich schon. Nein. So, bitte, jetzt haben wir 4. Immerhin. Tja, nur auf den dürfen Sie gar nicht an, der macht Blödsinn. Ja, das sind. Du? Das sind doch so schön, so prima. Was erkennen Sie? Sie haben ja alle Namen. Ich meine, jetzt nicht prima. Das ist ein Ara. Das ist ein Ara. Jeder Mensch, der Kreuzworträtsel macht, sagt zunächst einmal Ara. Man sagt ja auch Ara, dann stimmt es wieder im Kreuzworträtsel nicht. Das ist ein Graukopfpapagei. Ein Graukopfpapagei auch, richtig? Ja. Ja, Herr Ewerts nimmt es hin, ein Graukopf. Und das hier? Das ist ein Kakadu. Das ist ein Kakadu. Dagegen kann man nichts machen. Bitte schön. Nehmen Sie es mit heim. Ein bisschen Gold. Ja. Etwas. Nicht abgeben bei der Bank von England. Die hat immer noch geheime Reserven. Wir sehen uns noch einmal in der Zwischenpause. So, meine Damen und Herren, das waren also die ersten beiden Vorrunden. Und jetzt darf ich Ihnen eine Künstlerin ansagen, die brauche ich Ihnen eigentlich nicht ansagen. Sie kennen sie alle, die schätzen sie alle. Sie kommt oft zu uns, oft, aber sie kommt, und das ist gut, zu uns ins Fernsehen. Ein bisschen aus ihrer Geschichte könnte ich Ihnen erzählen. Sie hat angefangen am Teatro Piccolo in Milano bei Giorgio Strehla. Jeder wäre froh, der könnte da aufhören, wo sie angefangen hat. Und dann hat sie Brecht-Lieder gesungen und dann ist sie ein großer Star geworden. Und im Frühjahr singt sie in der Mailänder Scala und Ende des Monats geht sie auf Tournee. Also sie hat einen voll ausgefüllten Terminplan. Sie kommt übrigens da auch noch mal wieder nach Hannover, wenn sie Ihnen gefällt. Ich weiß, dass sie gefällt. Können Sie nachher dann ja im nächsten Monat sicher noch einmal anschauen. Wer ein bisschen sich auskennt in unserer Branche, weiß, wen ich meine. Ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit Milva. Das ist es nicht allein.
Zweitens wird es natural. Du bist satt im Nehmen und vergisst sehr schnell. Hätte ich doch auch nur so ein dickes Fell. Du hast es gut. Wenn es Mut zügelst, du bekommst die Wut. Du bewahrst im Notfall immer ruhig Blut. Auch wenn du verlierst, verlierst du nie den Mut. Du hast es gut. Hast du's gut? Durch deine Art bleibt dir so mancher Kummer erspart. Geht mein Gemüt mir auf gegen den Strich. Du hast vom Glück nur halb so viel wie ich. Du bist von den Einwelker, der nie bedacht. Du hast niemals eine schlimme Nacht durchwacht. Und du hast dich selbst nie ausgelacht. Du hast es gut. Das, was du nicht sehen willst, das siehst du nicht. Darum kommst du auch nie aus dem Gleichgewicht. Du bist keiner, der sich seinen Kopf zerbricht. Du hast es gut. Hast du's gut? Durch deine Art bleibt dir so mancher Kummer erspart. Geht mein Gemüt mir auch gegen den Strich. Du hast vom Glück nur halb so viel wie ich. Du hast den beneidenswertes Natural. Du bist auf die Nehmen und vergisst es sehr schnell. Hätte ich doch auch so ein dickes Fell. Du hast es gut. Das, was du nicht sehen willst, das siehst du nicht. Darum kommst du auch nie aus dem Gleichgewicht. Du bist keiner, der sich seinen Kopf zerbricht. Du hast es gut. La 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 la. Du hast es gut. Darf ich Sie bitten, räumt die blauen Palmen weg. Begrüße Sie. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie kommen? Aus Deutschland. Aus Deutschland. Und Sie heißen bitte? Eva Maria. Eva? Bier? Bier. Das wäre schön jetzt. Eva Maria. Ja, so ein gefährlicher Name, da können wir jetzt zu viel. Eine Keusch und eine Bier. Das wünsche ich mir. Und den Sie kommen aus Österreich. Ulrike Schweinbach. Schweinbach? Ja, na ja, lassen wir Schweinbach. Ja, von wo kommen Sie denn? Aus Graz. Aus Graz, habe ich ja die beste Erinnerung dann an Graz. Ja. Letztes Jahr haben wir da. Habe ich allerbeste Erinnerung. Sie sehen, Graz ist beliebt. Bitte? Graz ist beliebt, auch ja, in Hannover. Wie war der steirische Sommer? Sehr schön eigentlich. Ja, auch. Ja. Meinen Sie jetzt das Wetter oder meinen das Wetter. Sie die Veranstaltung? Das Wetter meine ich. Das Wetter meinen Sie. Das Wetter hier, ich war nicht da, war nicht so doll in Deutschland, nicht? Hier. Sie waren hier? Es war nicht sehr schön. War nicht so schön, aber dafür ja, haben wir den schönen, also heute ist hier ein bisschen Regen, also ein bisschen neblig, aber im Süden ist es herrlich, diesen schönen, ne? Herbst ist es eigentlich noch gar nicht, Spätsommer. Du Holzke hat einmal gesagt, das ist die fünfte Jahreszeit, die Zeit vom 1. bis 15. September, die fünfte Jahreszeit, finde ich sehr schön. Der Herbst kann auch noch, nicht? Sehr schön sein. Nun ja. Mach was dagegen. Ja.
Was treiben Sie denn so? Von wo kommen Sie denn überhaupt? Ich komme aus dem Taunus. Ei, gesagt bloß. Ja. Von wo dann? Aus Liederbach. Liederbach? Ja. Aus Liederbach. Was machen Sie in Liederbach? Sie fahren nach Frankfurt rein zur Arbeit. Richtig. Und was machen Sie in Frankfurt? Ich bin Sekretärin. Sekretärin. Und bin in der Presseabteilung eines größeren Unternehmens tätig. Presseabteilung ist größer, Sie sind sehr diskret und zurückhaltend. Ich dachte, ich müsste jetzt schon wieder alle anderen Firmen dann auch nennen, in der gleichen Branche. Und was machen Sie in Graz? Ich bin Mittelschullehrerin. Meine Fächer sind Englisch und Russisch. Allerdings bin ich nur mit Englisch tätig momentan. Aber das haben Sie doch sofort verstanden, was er da auf Russisch sagt. Ja, das habe ich verstanden. Sprechen Sie gut Russisch? Es geht. Ich meine, der Dr. Kleine ist noch da, da könnte ich nachher mit ihm unterhalten. Und kaum einer von uns versteht es. Aber es wird schon so viele Leute aus dem Osten schon gekommen, die ein bisschen Russisch können. Also, die müssen sich schon sehr etwas zurückhalten äußern, nicht? Das weiß man nie. Gut, dann können wir anfangen. Ne? Weiß ich? Ja, ich weiß. Ja. Aber es ist nett, dass du mir sagst. Dieter Glawischnik ist so freundlich und spielt jetzt eine Melodie mit seinem Orchester, die Sie alle kennen. T42 kennen Sie, nicht? Und das spielt er jetzt in drei verschiedenen Variationen, so wie es drei verschiedene Komponisten geschrieben haben könnten. Also wie soll ich sagen, der Stil oder die Kompositionstechnik, ja? Hören Sie gut zu und dann sagen Sie es uns. Ich bin fest davon überzeugt. Sie haben für dieses Wetter den richtigen Haarschnitt. Ja, ne? Praktisch. Wenn es schwül, fabelhaft. Beim Waschlappen frisieren morgens, wundervoll. Dieter, darf ich Sie bitten? Dankeschön, Dieter. Dankeschön. Guten Genug und wieder einen Moment rein. Fangen wir mit unserem Gast an. Ja, was kann das Erste gewesen sein? Das Erste klang nach Bach. Das klang nach Bach und es soll es auch sein. Richtig, jawohl. Und das Zweite, Ulrike? Das Romantische? Chopin. Chopin? Ja, ah ja, Österreich, Lande. Das Dritte, schäme ich mich, Sie zu fragen. Mozart. Ja. Ja. Dankeschön. Bitte nehmen Sie das. Eva Maria. Ja? Sie strahlen, weil Sie alles wissen. Oh. Stimmt's? Wissen Sie alles? Nein, ich weiß nicht. Ich meine, wenn Sie alles wissen, brauchen Sie gar nicht zu fragen. Darf ich von hinten anfangen? Sie können anfangen, wo Sie wollen, von der Seite, wenn Sie wollen. Also das Letzte, würde ich sagen, war eventuell Mozart. Sie sollten Politikerin werden. Sie sollten Politikerin werden. Das Letzte würde ich eventuell sagen, man sagt ja auch mal, ich würde meinen, nicht? Ich würde meinen oder ich möchte eventuell sagen, sagen Sie es ruhig und es stimmt, Mozart. Ja. Bei Nummer zwei. Möchten Sie was sagen nein, wollen? Tippe ich auf Chopin.
Okay. Ja, sauber gespielt, Herr Jörg, das muss ich. Und beim ersten wird es am schwierigsten? Ja, schwierig, ja. Ich würde fast sagen, Bach. Sie würden fast sagen, Bach. Bach. Eine schwere Geburt, eine schwere Geburt. Sie würden... Wir bleiben jetzt zusammen. Sie hat es gleich gesagt, aber Sie würden es immer fast sagen und dann sagen Sie es richtig. Wir können gemeinsam uns schon mal ein bisschen hier diesen schönen Pilzgarten anschauen. Die ist natürlich alle in der 1 zu 10 gemacht. Im Maßstab 1 zu 10. Danke. Als wir uns das überlegten, nach Pilzen zu fragen, nach giftigen und nicht giftigen, da ahnen wir nicht, dass inzwischen etwas Grausliches geschehen ist, und es sind ja in Deutschland mehrere Menschen diesen Sommer wieder an Pilzvergiftung gestorben. Wir haben einen Fachmann hier, einen Mykologen, wie man das nennt. Das ist Herr Weber. Herr Weber ist Lehrer. Aber Herr Weber ist Lehrer von Mathematik und Physik, und das ist sein Hobby, die Pilze. Gehen Sie ruhig ein bisschen rum, schauen Sie die Pilze ein bisschen an. Und man sollte immer einen fragen, der eine Ahnung davon hat, nicht? Es passiert jedes Jahr wieder, und dieses Jahr war es ganz schlimm, glaube ich, 8 Leute auf einmal gestorben. Die haben sich einen Knollenblätterpilz, glaube ich, genommen und dachten, es wäre ein Champion. Und das sind besonders giftige. Ja, kommen Sie mal hier. Der grüne Knollenblätterpilz ist tödlich giftig. Das ist der schlimmste, den es gibt. Das ist der schlimmste, ja. Und so andere? Wir dürfen jetzt ja keine Namen nennen. Gibt es noch welche, die unbedingt tödlich sind? Selten. Todesfälle gehen fast immer auf den grünen Knollenblätterpilz zurück. Auf den grünen Knollenblätterpilz. Also von dem, aber wie sieht das Biest aus? Das ist, so, jetzt mache ich mit Ihnen den Anfang. Sie sind so nett, Ulrike. Gehen da drüben ein bisschen rein. So, welcher von den Brüdern hier ist denn nun giftig? Giftig. Und giftig, dass man ihn nicht... Fangen wir mit dem da an. Das ist der liebe, gute Märchenpilz. Das ist der Fliegenpilz. Gibt es ein russisches Volkslied? Kennen Sie das? Nein. Vielleicht können Sie es später mal gebrauchen. Wenn dich dein Mann einmal geärgert hat, warte noch. Halt der heiligen Mutter von Kasan ihn anempfohlen und geh heimlich in den Wald dir Fliegenpilze holen. Sehr gemein. Vergift ihn doch. Vergift ihn doch. So heißt es. Sie sagen jetzt noch, das ist gemein. Hoffentlich bleiben Sie dabei. Sind Sie verheiratet? Ja, seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Und Sie strahlen. Sie finden das bis gut. Bis jetzt noch, ja. Bis jetzt noch. Ich kann mich nicht beschweren. Sie können sich nicht beschweren. Also gut, dann hat es noch ein bisschen Zeit. So. Ihr Mann wird sich freuen. Dann ein Hammer, den Fliegenpilz. Dabei ist er in Märchen und überall auf Bildern für Kinder. Er ist so sympathisch. Dann bleibe ich dabei. Und den möchten Sie auch. Warum? Ja. Weil er verwandt ist? Nein, aber... Weil er so aussieht? Ich glaube, er ist giftig. Oder weil er so heißt? Worauf schließen Sie das jetzt? Auf den bösen Namen, nicht? Ja. Ja, es ist richtig. Es ist richtig. Der Pantherpilz. Aber jetzt frage ich Sie noch was, Herr Weber. Der ist doch verwandt mit dem Fliegenpilz. Ja. So, nicht nur optisch. Dieselbe Gattung. Sie sind verwandt. Das hat mit der Verwandtschaft ja auch oft, ne? Der eine ist genießbar und der andere ist giftig. Das ist der Nur hier merkt man es schneller. Gut, jetzt brauchen wir noch einen. Ich würde sagen, ich bleibe beim bösen Namen, ich nehme den Satan. Den Satan ist auch richtig, die haben ja so böse Namen, diese giftigen Burschen. Bitte nicht. Das wird ein hartes Ringen, das wird schlimm. Darf ich bitten, Ulrike? Sind Sie, in Österreich heißt das ja Schwammerl. Schwammerl, ja. Sind Sie eine Schwammerl-Kennerin? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt, aber so ein bisschen. Bisschen noch von der Kindheit, ja. Von der Kindheit noch? Das ist ja nicht lange her. Ja, ja. Jedenfalls. Danke. Was soll ich denn da sagen? Und ich erinnere mich ganz genau, wie ich zur Schule gekommen bin. Also Schwammerl, keinen grünen Knollenblätterpilz. Das ist absolut tödlich. Wissen Ach, Sie das? Das weiß ich. Sagen Sie das auch Ihren Kindern? Habe ich keine. Ich denke, Sie sind Lehrerin. Ach so, ja. Was? Aber nicht für Naturgeschichte. So, schauen wir uns um. Yay, der Schirmpilz, das ist vielleicht ein Riesending. Schopftintling, ist ein toller Name, ne? Das klingt wie ein Ort in Oberbayern, ne? Ja, Schopftintling. Ich bin ein Schopftintlinger. Und die anderen sind nur Tintlinger. Na, fangen wir mal an bei einem, den brauche ich Ihnen nicht vorzustellen, wenn Sie den sehen. Ne? Der geliebte, gute, was dem Übles mitgespielt wird.
Du hübsches Kerlchen, du. Das wird auch immer gern genommen mit Gartenzwerg, das Motiv. Ne? Oder? Deutschlands größter Gartenzwerg. Ja, einen hätten wir schon. Komm, was soll ich? Drei sollen es wissen. Höves, Hans und drei müssen es eh nur wissen. Na. Giftigen, ne? Ja, ja, ist auch giftig, ne? Das Satanspülz. Das ist ja wienerisch. Das ist ja wienerisch. Oh, oh ja, da legen die Grazer größten Wert auf. Also, Satanspilz. Und der Pantherpilz. Und der Pantherpilz, ja. Der Pantherpilz. Das ist total, ja. Das stimmt. Also, oh, jetzt kann ich. Ja, wir müssen wieder würfeln. Dieser Würfel, der war immer sehr umstritten, dass man sagte, na wissen Sie alles, da entscheidet so ein dämlicher Würfel, wer gewinnt. Und da haben wir uns etwas einfallen lassen. Sie wissen ja noch mit diesen kleinen Antiquitäten, wo man sagt, aus welchem Jahr ist das? Wer näher dran kam an das Jahr, der hat gewonnen. Daraufhin haben wir ungeheuer viele Briefe bekommen, wie schön das Würfeln ist, weil sie das andere nun wieder nicht wollten. Also dieses geschmähte Würfeln ist wieder hoch zu Ehren gekommen, seitdem wir das andere gemacht haben. Vielleicht machen wir das nächste Mal wieder mit Antiquitäten, um es allen recht zu machen. Denn eine Kunst, nicht wahr, die man nicht machen sollte, ist es zu versuchen, allen recht zu machen. Und deswegen versuchen wir es auch immer wieder. Gibt es doch nicht. Wollen Sie anfangen, bitte? Drei. Na, das ist also schlechter Durchschnitt, kann man sagen, aber nicht? Eine Drei. Ist in der Schule aber ganz gut. Eva Maria, Ulrike. Es tut mir leid, Sie haben auch alles gewusst. Das ist eben Pech. Das ist der Würfel und das ist das Goldstück. Und Eva Maria, Sie sind doch brutal. Genügt denn nicht eine Vier? Genügt denn nicht eine Vier, wenn einer drei würfelt? War keine Absicht. Boom, gleich sechs drauf. So. Dänemark und Belgien. Sie sind aus Dänemark. Ja. Gut. Oh, ich habe gut geraten. Sie sind aus Dänemark. Sie sind aus Belgien. Ja. Was? Ach, oh, ja, die Riesenaugen. Entschuldigung. Das ist keine Panne. Ich wollte es Ihnen machen, aber Sie haben mich rechtzeitig zurückgerufen. Bleiben Sie hier. Sie wollen ja nicht nach Dänemark zurück. Nein, später. Wo kommen Sie her aus Dänemark? Slagelse. Wo ist das bitte? Ja, das ist 90 Kilometer westlich von Kopenhagen. Also im Innen, ich kenne nur die Häfen. Auf Seeland. Ja? Auf Seeland, ja, das weiß ich, wo Kopenhagen liegt. Gut. Auf Seeland, gut. Und was machen Sie da? Schlagen Sie, oder fahren Sie nach Kopenhagen? Ich fahre nach Kopenhagen. Und was machen Sie dort? Ja, ich bin Direktor der Handelsschulen in Kopenhagen. Noch ein Pauker, hätte ich fast gesagt. Noch ein Lehrer. Ein Lehrer bei den Pilzen, Ulrike von links und noch ein Lehrer hier, Handelsschule. Ja, und Handelsgymnasien. Handelsgymnasien. Was unterrichten Sie da? Ja, ganz wenig unterrichte ich. Wenig, das ist Geschichte. Gut. Geschichte. Und Germanistik. Na, Geschichte ist ja eine ganze Menge, nicht? Da kommt an, wo man anfängt, ne? Ja. Darf ich Sie auch um Ihren Namen bitten? Garde. Hans-Erich Garde. Garde? Ja. Nicht Gorde? Nein, Garde. Garde, ja? Ja. Sonst ist doch immer alles mit Ohr, ne? Ja. Herr Garde. Und Sie kommen aus Belgien? Ja. Aus dem flämischen, aus dem wallonischen Teil? Aus dem flämischen Teil, ja. Bei euch, da frage ich jetzt nämlich überhaupt denn da was. Bei euch, ihr seid ja auch so Heinis wie wir, nicht? Die lassen sich ja auch trennen, obgleich es gar nicht nötig ist. Am liebsten würden die auch eine Mauer bauen. Ich habe neulich einen Flamen getroffen. Ich habe das nicht für möglich gehalten, was der losgelegt hat gegen jemanden. Ehrlich. Ja? Ich habe versucht, den zu beruhigen. Sie nicht. Ich bin nicht so extremistisch. Das ist doch Quatsch, das nützt. Aber da gibt es Extremisten, schnallst du ab. Ja, natürlich. Da schnallt man ab. Wir bauen Europa. Sieht dann nachher so aus wie die Bauwerke, die unsere Damen da zusammengezimmert haben. Immer mit dem verkehrten Giebel. Darf ich auch um Ihren Namen bitten? Ich bin Herr Vermeiren. Oder Vermeiren, eigentlich in Flämisch ist es Vermeiren, aber Sie sagen immer Vermeiren. Die Deutschen sagen immer EI. Ja? Ja, aber sagen Sie doch so, wie Sie wirklich heißen. Gut, Vermeiren. Da würde ich jetzt wieder keine Rücksicht noch nehmen. Vermeiren, ja. Vermeiren. Gut. Ja, ist gut. Und was machen Sie? Ich bin auch Lehrer. Aber kein Direktor. Muss ja nicht jeder Direktor sein. Ne? Sie sind auch Lehrer, und was unterrichten Sie? Ja, Niederländisch erstens. Und, Niederländisch. Ist das vom Flämischen sehr unterschieden? Es ist die gleiche Sprache. Eben. Ja, Flämisch, es gibt keine flämische Sprache. Ist Niederländisch? Nein.
Das ist genau wie das, was wir unter Holländisch genau verstehen. Genau. Es gibt natürlich Unterschiede wie zwischen Deutsch und Switzerdeutsch und, ja, und Österreichisch und so weiter. Aber diese deutsche Sprache. Das ist gleich gar nicht. Das wird ja so vorhin. Deutsch und Schweizer. Da werden die Schweizer so was erzählen, von wegen Deutsch. Schweizerdeutsch ist was ganz anderes. Aber bitte. Also Flemisch. Ich habe nur ein Buch gelesen, als Junge mit Begeisterung verschlungen. Jetzt werden Sie schon wissen, was es ist. Der Löwe von Flandern von Conscienne. Ja. 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 Ist mir das immer noch so viel gelesen bei euch? Ja, das ich weiß gelesen. Nicht, das ist lieber ein historischer Roman. Lieber als Karl May. Ja. Und stimmt das alles mit dem? Nein, nicht ganz. Nicht ganz, nicht, ne? Nicht ganz, aber das ist doch wichtig für uns, für unsere Geschichte, ja. Ja, ja, Philipp der Schöne von Frankreich und Karl von Anjou und so, weiß ich heute noch, oh, das habe ich gern gelesen. Der haut immer mit einem Hammer, nicht? Ja. Nicht das Sparschwein, sondern den Gegner. Der hatte so ein die Ritter hatten ja so einen Hammer. Auf der einen Seite war der stumpf, andere war der ganz spitz und dann knackte man erst die Rüstung und dann kriegte man... Die Leute, das machen die jetzt schon so, dass das den Menschen nicht zu doof ist, sich gegenseitig umzubringen. Gut. Da wollen wir mal. Zwei Lehrer, da bin ich natürlich jetzt ein ganz klein bisschen befangen. Ne? Hätte ich wenigstens eben was getrunken hinter der Bühne, wäre ich jetzt voller. Oh. Dann hätten wir zwei Lehrer und einer wäre voller. Ach du Grüne, nein. Jetzt wollen wir Ihnen ein bisschen was zeigen. Ein Musical, ein Schauspiel und etwas aus einer Oper. Das Ganze überschreiben wir mit Spanien. Es geht um eine spanische Landschaft und um zwei spanische Städte, die hier zu erraten sind. Wir wollen keinen Komponisten, keinen Autoren, keinen Titel, nur diese spanischen Begriffe, ja? Und ich begrüße wieder einige Kollegen, diesmal aus Hamburg, freue ich mich. Friedrich Schütter, seines Zeichens nicht nur Schauspieler, auch Theaterdirektor, wie Sie wissen. Und Günter Jaschke, den Sie auch alle kennen vom Fernsehen und von der Bühne. Bob Franco, der Ihnen zunächst erscheinen wird. Und am Schluss freue ich mich auch, freue mich bei den Kollegen auch, ich freue mich ganz besonders, dass er das möglich gemacht hat, Hermann Prey. So, meine Damen und Herren, schauen Sie gut zu und raten Sie mit. Und wir können uns das hier auf dieser Leinwand anschauen, da brauchen Sie gar nicht immer rumzurasen. Darf ich bitten, Bob Franco? Er träumt den unmöglichen Traum, bekämpft den unschlagbaren Feind. Er trägt die untragbare Trauer, stürmt vor, wo der Tapferste flieht. Er bricht das unrichtige Recht. Er liebt Keusch und Flammen von fern. Er reicht Armen zu dir, unerreichbarer Stern. Das ist mein Ruf, ich folge dem Stern. Wie glücklos auch immer, wie unfassbar fern. Und wage den Weg, ja und frage nicht viel. Immer will ich zur Hölle zu gehen, für ein himmlisches Ziel. Denn ich weiß, folg ich drunten ihm treu, meinem höheren Ruf, dass ich dann, dreht getrost oben an, vor dem Herrn, der mich schuf. Und der Welt wird ein helleres Licht, weil ein Mann, o so hoffnungslos gern, in der Nacht selber blind noch erreicht hat. Zu dir, unerreichbarer Stern. Pedro Crespo, ich bin ganz weg vor Hitze und Wut. Was? Weil so ein kleines Schülzlein einer Bauernschaft hier einen Hauptmann hat in Haft genommen. Wisst ihr, warum er gefangen? Nein. Doch sei es, wie es sei. Recht soll jede Partei von mir nach Gebühr erlangen. Ich versteh's schon, wenn's nötig ist, Leute zu köpfen. Wohl nicht ganz bekannt scheint euch, was im Plattenland ein gewöhnlicher Schulze bedeutet. Einen Bauernkerl,
Ein Bauer. Ja. Doch wenn er recht erkennt, dass jemand hänge, rennt er mit dem Kopfe durch die Mauer. Und beim Christ. Er kriegt es fertig. Er kriegt's nicht fertig? Nein. Beim Christ. Doch wenn es euch gelegen ist, es noch als Zeuge zu erscheinen, ob er obsiegt oder ich. Jetzt sagt mir, wo wohnt dieser Mann? Unweit. Gebt ferner an, wie hier der Schulze ist. Ich? Teufel. Dacht ich doch daran. Teufel? Habe es euch gesagt? Was gesagt ist, bleibt gesagt. Und getan bleibt, was getan. Ihn zu schützen und zu ahnden, diesen Rechtsbruch, bin ich da. Weil ein Rechtsbruch hier geschah, ließ ich gerade nach ihm fahren. Wisst ihr, auch als General habe ich hier über ihn zu sprechen. Wisst ihr auch von diesem Frechen, dass er mir die Ehre stahl? Wisst ihr auch, wie wenig reicht an das Amt, das mein ist, euer? Wisst ihr auch, wie hoch und teuer ich ihn bat und nicht erweicht? Eingriff tut ihr, macht's euch klar, der Gerichtsbarkeit vom Heere. Eingriff tat er meiner Ehre, die nicht seines Rechtes war. Ganz und gar zum guten Tun will ich mich verpflichtet machen. Niemals bat ich noch um Sachen, die ich selbst vermag zu tun. Sag ich etwas, ist kein Spaß. Also muss ich ihn bekommen. Und ich hab schon aufgenommen den Prozess. Was ist das? Was? Einige Bogen Papier, die ich gerade zusammenfüge, dass der Tatbestand zur Genüge sich kläre. Gut, gut, gut. Dann gehen wir selbst nach ihm. Dann geht. Doch schont euer. Denn angewiesen habe ich zu schießen auf jeden, der da kommt. Wir sind gewohnt, solch ein Vergnügen durchzukosten. Doch hier scheint es mir ganz und gar zwecklos, sich in die Gefahr zu begeben. Heda, Posten! Laufe! Alle Kompanien, die ringsum vorbeimarschieren, auf der Stelle alarmieren und am Platz zusammenziehen. Alle gehen sie mir zur Hand. Aufgesessen die Schwadronen, geladen die Kanonen und die Lumpen angebrannt. Gott ist tot. Erfahr ich nun, gebt ihr ihn mir oder nicht? Gott ist tot. Meine Pflicht hindert ihr mich nicht zu tun. Rasoli e petti, mi lancetti i forbici, a mio comando tutto qui sta.
risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, e Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che falla, tu bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto prontissimo, sol come i fulmini, sono per conto della città, della città, della città, della città, della città. Avrò Figaro bravo bravissimo, avrò Figaro bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la. Lieber Hermann, wir bedanken uns herzlich. Es kann weitergehen. Sie werden jetzt erstaunt sein, was ich Ihnen sage. Wir haben nämlich, er ist erst heute Nachmittag gekommen. Wissen Sie warum? Er ist mit dem Fahrrad gekommen. Und zwar von München. Aber das stimmt. Und geschafft hat er es nur bis Lippspringe. Und dann bist du im Zug gefahren. Na ja, hierher. Hierher, ja. Und jetzt geht es morgen von Lippspringe weiter. Nur erzähl mal, was machst du, warum machst du? Naja, eigentlich auch Spaß. Das ist ein Teil meines Urlaubs. Mein Freund und ich, wir sind beide am 2. September in München gestartet. Und dann ging es am Lech entlang, bei Donauwörth über die Donau und so weiter. Dann musst du ein bisschen schieben, nicht? Ja. Durch den Spessart und durch die Rhön und durchs Vogelberggebiet. Als wir nach Hessen kamen, da fragten wir einen Bauern da nach dem nächsten Ort, wo wir hin wollten. Er sagte, da müssen wir auf den Berg Nuff. Und von da aus können sie Rolle ohne zu treten bis nach Bad Sode. Das hast du gemacht. Und jetzt geht's wohin? Also morgen geht's in Lippspringe weiter. Ja, jetzt Richtung Bremen. Dann gehen wir bei Twielenfleet, das liegt in der Nähe von Stahlen. Ja. Gehen wir über die Elbe. Bei Glückstadt dann, ne? Ja, nach Glückstadt. Ja. Und von da aus nach Witzwort. Witzwort. Witzwort, das liegt südlich von Husum. Da werden wir am 15. sein und am 16. bin ich auf meinem Amrum. Ich kann dich beruhigen, im Norden ist sehr viel flacher. Ja, ja, das kann nur noch besser werden. Noch einer, hast du viel abgenommen bei dem Radfahren? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nein, nein. Abends hast du gut gelebt. Abend haben wir gut gelebt, ja. Leb weiter gut. Alles Gute. Schönen Dank. Ja, danke schön. Mach fröhlich weiter. Es ist kein Witz. Der erste prominente Gast, der zu uns gekommen ist, mit dem Fahrrad von München. Da kann man noch viel sparen, werden jetzt die Sender. Alles mit dem Fahrrad machen. So, jetzt muss ich leider einen von Ihnen bitten, da drüben ein bisschen zu warten. Wer macht den Anfang? Sie sind Direktor, ne? Ja. Ja, dann gehen Sie doch bitte da drüben. Ja? Ja, ein bisschen Unterschied muss sein. Ne? Nicht nur eine Besoldung. Herr Direktor, was haben Sie erkannt?
Ja, darf ich zuerst hören? Ich möchte nur wissen, ja? Zwei Städtenamen und eine Landschaft in Spanien. Sie können aber auch den Titel sagen, denn da ist es ja drin. Ja. Was war das Erste, der Mann mit der etwas zerknitterten Rüstung? Haben Sie das erkannt? Nein, habe ich nicht. Das war Don Quixote. Der Mann von La Mancha. No, ja. La Mancha. No, ja? Ja? Jawohl. Hombre, Hombre de La Mancha. Ja, der Mann von La Mancha. Und das Zweite, das ist schwer, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Haben Sie da was erkannt? Das ist aus einem sehr bedeutenden spanischen Schauspiel. Es geht um einen Gerichtsprozess, das hat man ja gehört. Der eine hat ihn schon und der andere will ihn aburteilen. Verbinden Sie keine Vorstellung damit. Das ist sehr schwer. Das ist der Richter von Zalamea, heißt die Stadt. Der Richter von Zalamea ist ein Schauspiel von Calderon. Und das Dritte, was Hermann Brey gesungen hat, na, ja. Das war? Die Hochzeit Figaros, aber weil es die Stadt, oder? Nur weil er Figaro gesungen hat. Das war der Barbier von Sevilla. Denn ein Barbier ist ein Figaro. Ja. Ne? Die haben gedacht, er sagt Figaro hier, Figaro da, haben sie gedacht, Figaros Hochzeit. So einfach haben wir sie nicht gemacht. Bitte, warte. Darf ich jetzt bitten, Herr Vermehren? Herr Vermehren! Der Direktor hat mit mir gar nicht gesprochen. Der hat wohl ein Zeugnis von mir gesehen, von früher. Haben Sie das Erste erkannt, dieser Herr mit der etwas ramponierten Uniform da, mit der Rüstung? Wer war das? Der Mann von La Mancha. Das war der Mann von La Mancha, das reicht völlig. Ja. Der Mann von La Mancha. La Mancha, mehr will ich gar nicht wissen. Von Cervantes ist das ein berühmter Roman, Don Quixote de la Mancha, Mancha, je nachdem, wo man in Spanien wohnt. Und das Zweite, das ist schwer, das ist ein spanisches Schauspiel. Ich glaube, es von Pedro Calderón La Barca ist. Und ich kenne nur ein Stück mit einem spanischen Namen drin, das ist der Richter von Zalamea. Genau das ist Das ist gut. Das ist eine gute Schwer, glaube ich. Der Richter von Zalamea, unvergessen Heinrich George, Wilhelm Quadflieg, vor vielen, vielen Jahren, vor dem Krieg, Anfang des Krieges. In Berlin. Und das Dritte? Ich glaube, das ist der Barbier von Sevilla. Das ist der Barbier von Sevilla. Er sagt, Figaro's Hochzeit, weil er Figaro gehört hat. Jetzt mache ich mit Ihnen den Anfang. Sind Sie so nett und gehen da drüben im Moment. Ich fange jetzt mit Ihnen an. Sie haben, wenn Sie jetzt in Flandern wären, in Belgien, hätten Sie sich sehr geschadet, weil Sie mehr wussten als Ihr Direktor. Seien Sie froh, dass Sie so weit auseinander unterrichten. Nicht sehr geschadet. Das, nach der Geschichte, Sie kennen die Geschichte, der Theaterdirektor, der immer Witze erzählt auf den Proben. Alles schüttet sich aus vor Lachen. Ne? Nur ein Schauspieler verzieht keine Miene. Bis dem zu tun. Sagen Sie mal, finden Sie nicht komisch, nicht? Sie haben keinen Sinn für. Sie lachen überhaupt nicht. Sagt er, nein, Herr Direktor, ich lache nicht mehr, ich habe gekündigt, ich muss es nicht mehr. Das sind von verschiedenen Olympiaden, nämlich von Rom, Mexiko, Helsinki und Melbourne, die Plakate. Vielleicht können Sie sich noch erinnern. Ich finde, das ist so einfach, da können Sie auch mit dem Finger drauf zeigen, aber Sie können das auch nehmen und drunter machen. Ja. Drei genügen, vier haben wir. Das ist Mexiko. Hier. Unten drunter. Das ist, daher, ja. Das ist Rom. Rom. Das sind hier Romulus und Remus, diese beneidenswerten Jünglinge, die gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, sie trinken. Paavo Nurmi vielleicht, weiß nicht. Ja, das ist Helsinki. Anna brauchen wir nicht erkannt, das ist nur Melbourne. Drei genügen. Seien Sie vorsichtig, Menschen, die zu viel wissen, leben gefährlich. Dankeschön. Alles ist in Ordnung. Der Herr Direktor kann kommen. Herr Garde? Ja. Vier Plakate. Oh, Mann. Vier Plakate von Olympischen Spielen vergangener Jahre. Mhm. Hier sind die Namen, hier sind die Plakate, ganz einfach. Drei genügen. Wenn Sie es so wissen, können Sie auch mit der Hand drauf zeigen und sagen, das ist... Naja, ich habe wohl... Sie brauchen nicht, bitte schön. Das ist, Das ist Rom, jawohl. Die Wölfin, Romulus, Remus. Helsinki, brauchen wir nur noch eins. Ich möchte das gerne dran machen. Bitte schön, Sie sind ein korrekter Mensch, ist was? Ein schlampiger Künstler. Der sagt dann einfach, das ist das und fertig. Ne? Dummerweise stimmt es dann auch. Wenn Sie das brauchen.
richtig, alles. Aber das reimt sich nicht. Zu spät. Ja, zu spät. Zu spät, Herr Garde. Aber ich bedanke mich trotzdem herzlich und überreiche Ihnen dieses Goldstück. Kommen Sie gut nach Dänemark. Ja, danke schön. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, jetzt ein bisschen was Besonderes. Es gibt in Ungarn, wie Sie wissen, Zigeuner- und Zigeunermusik. Aber da braucht man ja auch Nachwuchs. Und da gibt es eine Schule. Das interessiert wieder die vielen Lehrer. Gibt es eine Schule in Ungarn, da dürfen nur junge Zigeuner zwischen dem 6. und 14. Lebensjahr sich anmelden, wenn sie aufgenommen werden. Dann werden sie dort unterrichtet, haben also ihren normalen Schulunterricht und nebenbei den Musikunterricht und werden dann später alle Berufsmusiker. Das nennt sich das Jugendviolinorchester. Und dieses ist das Ensemble des Jugendviolinisten Reiko aus Ungarn. Und wir freuen uns, dass Sie da sind zum ersten Mal. Bitte schön.
Ja? Nehmen Sie mich in die Mitte. Nein, nur wegen der Kamera. Wegen der Kamera. Eine rote Dame, eine schwarze Dame. Dieses Kartenspiel hat schon die Politik der Menschheit vorausgeahnt. So, und jetzt mische ich die Buben. Wie hätten Sie es gerne? Was ist da? Na bitte. Na bitte. Na bitte. Da stand Belgien und die Schweiz und Frankreich. Na, sind doch Nachbarn. Das ist geradezu fantastisch. Wer macht den Anfang? Sie, ja. Sie, ja, meine Deutsche, weil sie muss warten. Wir sind Gastgeber. So, jetzt fragen Sie, was macht der mit dem Eimer? Passen Sie auf. Ich darf Sie mal eben da. Ich stelle Ihnen jetzt drei Fragen. Wenn eine nicht beantwortet wird, müssten Sie von drei Bällen, die aus dieser Tennisballkanone da herauskommen, auffangen. Einen von dreien. Bei der zweiten Frage zwei und bei der dritten müsste man alle drei auffangen. Wenn ich das einmal vielleicht versuchen darf vorzumachen, das ist so, wenn man Tennis spielen lernt oder auch wenn man es schon kann, kriegt man so eine Kanone und die Bälle. Jetzt schießt er da. Bist du denn wahnsinnig? Ich warte ab, bis ich hier bin. So. Also hier so, der schießt ja wie ein Irrer. So weit, mach nochmal. So weit müssten Sie sich also schon hinstellen. Ja, wo ist er denn? Hä? So. Jetzt ist die Frage. Jetzt ist die Frage. Wer will das machen? Sie oder Sie? Wer will fangen? Wer will antworten? Wollen Sie antworten? Ja, Sie sind größer. Wollen Sie fangen? Und gehen Sie, bleiben Sie lieber hinten. Man kann leichter einen Schritt vorgehen als zurück. Denn der schießt ja, merke ich gerade. Haben Sie schon gedient oder was? War bei der Artillerie. Lieber da hinten bleiben. Aber wahrscheinlich brauchen Sie gar nicht zu antworten, weil Sie ja alles wissen. Das ist ja das Schöne. Wir gehen jetzt hier rüber und dann gucken wir mal, wer da fängt, wenn überhaupt. Bitte, wenn Sie mal hier mit mir hinkommen wollen, dann stehen wir hier auf diesem grauen Punkt. Welcher ist nämlich immer Zettelchen, nicht, dass ich es nicht gelernt hätte, dann damit es wörtlich ist, denn jetzt geht es ja dann um das Geld. Da kann man ja sagen, ja, ich habe das nicht so schnell verstanden, ich bin Ausländerin und so. Welcher europäische Monarch blieb aus Protest der Hochzeit zwischen Prinz Charles und Lady Diana fern? Der spanische König Don Juan. Der Don Juan? Juan Carlos. Juan Carlos. Vielleicht ist er ein Don Juan, weiß ich nicht. Ja, der spanische König Juan Carlos. Sie brauchen gar nichts zu fangen, aber jetzt müsst ihr dann gleich zwei fangen, weil das ist also. Wie heißt der diesjährige Wimbledon-Sieger im Herren-Einzel? Ja, das ist es war der Anlauf der Amerikaner zum sechsten Mal von Björn Borg. Und wer wurde der Sieger? Ja, der Amerikaner. Richtig, jetzt und der heißt? Connors. Nein, oh, der wäre es gerne mal wieder. McEnroe hat gewonnen. Ja. Stimmt's? John McEnroe. Die Kanone wird sich bewegen. Zwei Äpfelchen müssen Sie fangen. Und? Die Frage gilt als nicht beantwortet. Bei der letzten Konferenz der OPEC-Länder, Sie wissen die OPEC-Länder, ja? Ölexportierenden Länder, hat der Ölminister eines arabischen Landes für das Einfrieren des Ölpreises plädiert. Schön wär's. Wie heißt er? Dieser Minister war immer der Gemäßigte. Wissen Sie nicht? Den Namen weiß ich nicht. Nein. Aus Saudi-Arabien. Yamani. Yamani. Ahmed Zaki Yamani. Möge er recht behalten. Drei Bälle. Ja. Sie sind Äpfel gewohnt. Das geht nicht mit Tennisbällen. Dankeschön. Ein Punkt. Ein Punkt für Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Da haben wir noch extra Schaumgummi reingetan, damit es ein bisschen klappt. Darf ich die anderen Herrschaften bitten? Ja? Und? Komm. So. Also Sie haben es jetzt gar nicht mitgekriegt. Machen wir mal einmal eine. Hier ist eine Tennisballkanone. Ja. Wenn Sie. Und dann müssen Sie. Hoppla. So. Danke. Wenn eine Frage nicht beantwortet ist, müsste einer von Ihnen beiden, da können Sie jetzt. Wollen Sie? Sie spielen. Ja. Bitte schön. Wenn die erste Frage nicht beantwortet ist, von drei Bällen einen. Dann zwei und dann drei. Sie will so gern spielen, sie hört schon gar nicht mehr zu. Das ist mein Schicksal, wenn ich rede, hören Frauen schon mal gar nicht zu. So, Herr Vermeer, es geht los.
Wollen wir Sie spielen lassen oder wollen Sie antworten? Sie haben ja vorhin alles gewusst. Welcher europäische Monarch blieb aus Protest der Hochzeit zwischen Prinz Charles und Lady Diana fern? Juan Carlos von Spanien. Genau, der kam nicht. Wegen Gibraltar. Ja, Gibraltar. Ja. Wegen Gibraltar. Ja, ja. Wie heißt der diesjährige Wimbledon-Sieger im Herreneinzel? Zum sechsten Mal griff Björn Borg zu und er wurde es nicht, sondern es wurde... Ich würde sagen Anastasia, aber es ist nicht... Oh, der würde aber glücklich sein. Der war, glaube ich, sogar mal im Endspiel. Ich weiß nicht über den. Aber der ist jetzt schon, ich glaube, an 70. Scherber daran gelesen. Ich will ihm nie Unrecht tun. Nein, nein. Meine Schüler werden sagen, das ist sehr schlimm, aber... Ihre Schüler werden gar nichts sagen. Sie werden froh sein, wenn sie anständig Zensur kriegen. Ja. Und Sie, Eva Maria, Sie müssen jetzt von drei Bällen zwei fangen. Und schräger. Einen hat sie. Weiter. Moment. Der schießt erbarmungslos. Oh. Diese Frage gilt als nicht beantwortet. Bei der letzten Konferenz der OPEC-Länder hat der Ölminister eines arabischen Landes für das Einfrieren des Ölpreises plädiert. Wie heißt dieser Minister? Yamani. Richtig, jawohl! Yamani, richtig, alles in Ordnung. Fabelhaft, wunderbar, alle Noten am Ende. Ich danke Ihnen. Moment. Jetzt schaut 2:1. Jetzt schauen wir uns gemeinsam einen Film an aus eigenen Ateliers mit dem Titel Olympisches Eheglück. Darf ich bitten? Alles schauen. Ja, das geht schnell mit der Kanone. Ja, wenn sie eingestellt der Kanone. Sogar dazu bist du zu ungeschickt. Gib mir das und wickle du. Ach, Herrlein, du glaubst gar nicht, wie ich dieses trauliche Gemecker liebe. Am schönsten ist es doch abends zu Hause. Hm? Du hast doch schon wieder was vor. Du führst doch irgendwas im Schilde. Du willst mir Honig ums Maul schmieren. Wie heißt das weiter? Aber Muttilein, Göttermutti, du kennst mich doch. Die Zeiten sind doch längst vorbei. Nein, am wohlsten fühle ich mich bei dir in meinen Filzpantoffeln. Dein Charme ist wieder mal umwerfend. Zur Leder bist du als Schwan gegangen, zur Europa als Stier. Und was bleibt mir? Die Filzlatschen. Nee, es ist immer ein bisschen fußkalt hier. Komm doch zu mir auch mal als was. Ja, lass dir ein Viech einfallen. Du hast doch bei anderen so viel Fantasie. Ja, muss mal nachdenken. Was bin ich denn noch nicht gewesen? Aha. Bist wohl schon alles gewesen. Ferkel. Aber du, Ferkel bin ich noch nicht gewesen. Soll ich mal? Ja. Untersteh dich. Was Reinliches ist doch wohl das Mindeste, was ich von dir verlangen kann. Ach, du Ekel. Du weißt, dass ich Katzen nicht ausstehen kann. Komm ich ja nicht um die Beine, du. Ich bin allergisch gegen Katzen. Weg. Entschuldige, ich hab's gut gemeint. Du wolltest etwas Reinliches und jetzt ist es auch wieder nicht recht. Übrigens war es keine Katze, sondern ein Kater. Und du guckst ja schon gar nicht mehr hin. Kater, wie sinnig. Für andere hast du den Rausch und mir bleibt der Kater. Aber Muttilein, wir sind jetzt 5000 Jahre verheiratet. Da rauscht das nicht mehr so. Nach 5000 Jahren solltest du wissen, dass ich von Katzenhand Pickel kriege. Also wieder was Nackiges, bitteschön. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Wo bleibst du denn? Also wirklich, Zeus, du wirst immer geschmackloser. Sowas soll ich mit ins Bett nehmen? Weißt du, was ich damit mache? Dasselbe, was die Königstochter im Märchen macht. Wollen doch mal sehen, was dabei herauskommt. Aua! Sag mal, bist du denn noch zu retten? Brichst mir alle Knochen. Na, ich dachte, vielleicht kommt ein junger Prinz dabei heraus mit elastischen Knochen. Was einem Froschkönig recht ist, sollte einem Froschgott billig sein. Meine Knochen sind mir elastisch genug.
Bei einem alten Ehepaar funktioniert das doch gar nicht. Ach, was funktioniert denn bei dir überhaupt noch? Du bist eine Miete. Du. Setz dich hin und halt die Wolle. Ja, jetzt erst recht. Ich denke doch nicht dran. Ich lass mich doch von dir nicht zur Schnecke machen. Oh, Schnecke? Sehr schön. Das wäre auch noch was Passendes für dich. Na los, werd doch mal eine Schnecke. Geht wohl nicht so schnell, was? Du wirst dich wundern. Zeus, nein, bitte, bitte hör auf. Das ist eine Gemeinheit. Wenn du mich stichst, du, dann ist es aus. Dann weiß ich, was ich von deiner Liebe noch zu erwarten habe. Und was dir dann passiert, darüber brauchst du dich gar nicht zu wundern. Ob du nun der Göttervater bist oder nicht, das interessiert mich dann nicht mehr. Dann emanzipiere ich mich. Und zwar so. So. Was ist denn das? Du machst doch aus jeder Mücke einen Elefanten. Was soll ich denn mit einem Elefanten? Aber Hera, du hast eben überhaupt keinen Sinn für Größe. So, oh, pardon. Sie können zusammen beraten und dann allerdings nur eine Antwort geben, ja? Es ist ganz einfach. Ich bitte Sie, nur nennen Sie mir noch drei Götter oder Göttinnen des klassischen Altertums. Sagen Sie mal. Ich lausche. Demetos. Was? Demeter. Sagen Sie Demeter. Demeter, ja. Ja. Und Aphrodite. 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 Und Ares. Und Ares. Ares. Ich hab's mit dem SCH. Ares, der Kriegsgott, oder Mars. Ja, gut, richtig, danke schön. Ist in Ordnung, das waren ja drei Punkte. Die anderen Herrschaften werden jetzt sicher auch drei Punkte machen. Wissen Sie, wenn man Ares mit SCH ausspricht, klingt das ganz, ganz, ganz seltsam. So, Sie können zusammen, Sie können sich beraten. Sie können sich beraten, aber antworten kann natürlich nur einer. Es ist ganz einfach. Ich möchte nur noch drei Götter oder Göttinnen des klassischen Altertums wissen. Aphrodite. Apollo. Poseidon. Poseidon, der Gott der Meere. Dankeschön, ausgezeichnet. Wie sieht's denn jetzt aus? 5-4, es hat nicht mehr gereicht. Sie sind am Eimer zugrunde gegangen. Sie können wirklich sagen, die Zwischenrunde ist für mich in den Eimer gegangen. Aber dafür gibt es reicht für Manschettenknöpfe. Aber Gold in die Schweiz bringen, was? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja. Aber viele bringen hier Gold in die Schweiz, nicht? Ja. Gut, danke schön. Ja, danke. Annelien, ich danke Ihnen. Kommen Sie gut wieder heim. Kältern dann Sie fröhlich weiter. Wer macht denn nun den Anfang? Ja? Ich habe Angst. Wir haben Angst. Eva-Maria hat Angst, Sie machen den Anfang. Bitte schön. Ja, das können sich die Damen bauen. So emanzipiert sind sie bei uns nicht. Sie können es sich aussuchen. Sie sind mehr als emanzipiert. So, jetzt kommen drei Fragen. Die sind natürlich nicht so ganz einfach, hoffe ich. Frage Nummer 1, die lese ich jetzt richtig schön wörtlich vor. Rotchina versucht, das religiöse Oberhaupt eines besetzten Landes wieder zurückzuholen. Welchen Titel trägt dieses Oberhaupt? Das könnte der Dalai Lama sein? Ja, er ist es sogar. Er ist es. Nachdenken. Welches ist das zweitgrößte Land der Erde? Ich würde sagen Kanada. Richtig, Kanada. Das. Ja. Nee, das sagt sie. Das ist gut. In diesem Jahr funkte eine amerikanische Raumsonde Fotos von den Ringen des Saturn zur Erde. Welcher Wissenschaftler hat zuerst entdeckt, dass der Saturn Ringe hat? Ja, ich sage Kepler. Nein? Galileo Galilei. Ich danke Ihnen. 2 Punkte ist ein ganz schöner Vorsprung. Und jetzt wird's. 2 Punkte, Eva Maria. Sie schauen so skeptisch. Ich habe Angst, ja. Sie haben Angst? Vor wem? Ein Hesse-Mädchen hat doch keine Angst. Gibt's doch gar nicht.
Voilà. Sie haben ja gar keine kalten Hände. Das, das ist das Mindeste, was ich mir ausbitte. Geht los. Ist doch ganz, Sie haben das doch gewollt. Sie wollten doch immer mal hier oben sitzen. Wie gesagt, dann möchte ich auch mal sitzen. Ich habe aber nie gerechnet, dass es so weit kommt. Ja, man rechnet nie mit dem Schlimmsten. Das soll man ja auch nicht. Rotina. Wieso? Rotina. Versucht das religiöse Oberhaupt eines besetzten Landes wieder zurückzuholen. Welchen Titel trägt dieses Oberhaupt? Soll ich es euch nochmal sagen? Ja. Rotina versucht das religiöse Oberhaupt eines besetzten Landes, eines von China besetzten Landes, wieder zurückzuholen. Welchen Titel trägt dieses Oberhaupt? Die muss ich passen. Zu Dalai Lama, das Tibet. Jetzt wollen Sie wieder. Sie wissen es trotzdem, aber jetzt wissen Sie es. Jetzt nachdenken. Welches ist das zweitgrößte Land der Erde? Das zweitgrößte. Ja. China. Nein. Kanada. Jetzt hat's gereicht. Herr Vermeer. Schau mal, solchen Haufen Gold, Eva Maria. So einen Haufen Gold und die schönen Blumen. Herr Vermeer, ich bedanke mich bei Ihnen herzlich. 8.000 Mark ist auch in Flammen eine Menge Geld. Ja, ja. Sehr. Freuen Sie sich. Ja, ja. Sehr, Sie wissen doch schon, was Sie damit machen. Ich hätte es nie gedacht. Das weiß man ja nie vorher. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Ihre Schüler werden stolz auf Sie sein. Ich fürchte, Sie müssen eine Runde Kakao schmeißen. Da. Meine Damen und Herren, das war's für heute. Darf ich jetzt noch etwas sagen und auf Anrufe reagieren? Es haben viele Menschen angerufen, haben gesagt, das wäre kein Krakowiak. Wir haben nochmal inständigst die Damen und Herren, die es getanzt haben und seit Jahren tanzen, gefragt, was tanzt ihr eigentlich? Da sagten die, das ist ein Krakowiak. Und dann haben wir auch noch ihren Manager gefragt. Er hat auch nur gesagt, ein Krakowiak. Wenn also manche Leute glauben, es ist ein anderer Tanz, der da gesagt wurde, es ist, ein, also mehr kann man nicht machen, als dass die, die es selber tanzen, steif und fest dabei bleiben, es wäre ein Krakowiak. Mehr kann ich nicht sagen, ich bin kein Tanzexperte, es ist ein Krakowiak. Oder die tanzen seit Jahren etwas Verkehrtes. Das wäre ja fast noch schlimmer. Und dann bin ich missverstanden. Am Anfang habe ich gesagt, der Maschsee stinkt, habe ich nie gesagt. Ich habe das vor Jahren einmal gesagt. Da war auch irgendwas, ich weiß, zu wenig Wasser oder ich weiß nicht. Da hat er ja gestunken, aber ich habe doch nicht behauptet, dass er jetzt stinkt. Ich bin doch nicht wahnsinnig und sage das zweimal. Der Mensch wieder. Davon wird es ja auch nicht richtiger. Und er hat einmal. Und der hat mir versprochen, er tut es nie, nie wieder. Und heute ist er das klarste und schönste und reinste Gewässer, was wir überhaupt in Europa haben. Aber einmal hat er gestunken, aber Hannover, das tut auch jeder mal, Kinder sagen nicht so klein. Und Hannover ist auch nicht einmal, sondern jedes Jahr zur Zeit der Messe eine Weltstadt. Jawohl. Aber jetzt rufen Sie bitte nicht gleich wieder an und sagen, Hannover ist immer eine Weltstadt. Wenn Sie wollen, es ist immer eine Weltstadt. Aber es ist immer eine schöne Stadt und wir sind immer gerne hier. Und ich war oft hier, komme auch, können Sie sagen, drohen Sie uns das nicht an, kommen wir bestimmt auch wieder her. Und wünsche Ihnen jetzt noch ein schönes Wochenende und hoffentlich sind wir alle so gesund und munter wieder wie heute Abend. Guten Abend, schönen Dank und auf Wiedersehen.